Herzlich willkommen zum Rilke-Podcast. Heute sprechen wir über Rilkes unsterbliche Geliebte, über seine Beziehung zu Lou Andreas Salomé. Wir beginnen mit einem Gedicht, das aus einer Juninacht stammt und das Lou bis zu ihrem Tod in einem vergilbten Briefumschlag aufbewahrt hat. Darin schreibt Rilke: Dann brachte mir dein Brief den sanften Segen. Ich wusste, dass es keine Ferne gibt. Aus allem Schönen gehst du mir entgegen, mein Frühlingswind, du mein Sommerregen, du meine Juninacht mit tausend Wegen, auf denen kein geweihter Schritt vor mir, ich bin in dir. In den nächsten 10 Minuten werden wir sehen, dass dies ein Gedicht ist, das zu einer Liebe gehört, die mütterlich ist und frei, die basiert auf gegenseitiger Wertschätzung, darauf, dass man sich gegenseitig gesehen hat, dass man an das gegenseitige Potenzial geglaubt hat und die frei war von Stolz, die selbst eine Trennung überstand und bis zum Lebensende andauern sollte. Rilke ist im Laufe seines Lebens vielen interessanten Frauen begegnet. Und trotzdem hat keine dieser Frauen Rilke so berührt, ihn so geprägt wie Lou Andreas Salomé. Die erste Begegnung zwischen beiden fand statt, als Lou bereits 36 und verheiratet war. Lou, für diejenigen von euch, die heute zuhören und sie noch nicht so gut kennen, war eine Intellektuelle, eine unkonventionelle Frau. Sie war Schriftstellerin und später Psychoanalytikerin, die auch mit Freud zusammengearbeitet hat. Und als so besonderer Geist wurde sie zur Muse vieler bekannter Persönlichkeiten, wie zum Beispiel von Friedrich Nietzsche. Er begegnete ihr erstmals in Rom. Sie kam damals gerade aus Russland, wo sie eigentlich aufgewachsen ist. Sie sprach Russisch, Deutsch und Französisch fließend. Und dort in Rom, in einer Kirche, wurde Lou Nietzsche zugeführt. Und er sagte: Von welchen Sternen sind wir hier einander zugefallen? Nietzsche war vollkommen fasziniert von diesem Wesen, das so jung und wunderschön war und zugleich so klug, belesen und welterfahren. Er wollte sie also unbedingt heiraten. Für Lou war er aber zu stark, zu starr auch, zu etabliert, zu impulsiv, zu wild, zu groß, wie ein Schiff, in dem sie nur noch hätte sich ein Zimmer einrichten können, statt dass sie ihr eigenes Schiff hätte sein dürfen. Sie verbrachte noch einen Sommer bei Nietzsche, aber Nietzsches Schwester Elisabeth sorgte schon dafür, dass aus den beiden nichts werden würde. Später wollte Lou mit Nietzsche und Paul Reh, einem Schüler Nietzsches, zusammenwohnen. Welch ein Skandal! Aber aus diesen allen wurde nichts. Schließlich kam dann der Kulturwissenschaftler Andreas in ihr Leben. Als sie ihn auch nicht heiraten wollte, stieß er sich ein Schwert ins Herz und überlebte, und Lou heiratete ihn. Es blieb aber eine unerfüllte Liebe. Es war eine unkonventionelle Liebe, die auf einer Vereinbarung beruhte, dass man sich gegenseitig Freiheit lassen wollte. Und diese Freiheit nutzte Lou für viele Reisen. Und auf einer solchen Reise, als sie eben 36 etwa war, traf sie auf den noch etwas mehr als 10 Jahre jüngeren Rainer Maria Rilke. Was geschah nun? Rilke sah in ihr, genau wie Nietzsche, die unglaublich intensive, intelligente Frau. Er sah in ihr aber sicherlich auch die mütterliche Gestalt. Er hat dies auch immer wieder so geschrieben. In ihr trat ihm eine Mutterfigur entgegen, die endlich erkennen und respektieren konnte, wer er war. Die ihn als vollwertigen Dichter anerkennen konnte. Die sein ganzes Potenzial, auch sein zukünftiges Potenzial wahrnahm. Denn genau so war es. Lou sah in dem schüchternen jungen Mann mit den hellblauen großen Augen ein ungeheures Potenzial. Es trat ihr nach der feurigen Zeit mit Nietzsche und nach der frustrierenden Zeit in ihrer Ehe nun erstmals und überhaupt vielleicht zum einzigen Male jemand entgegen, der still und stark war wie ein Bergsee, wie ein ganzer Fels, mit einem ungeheuren, riesigen Potenzial an Träumen, Gedanken, der tief war und formulieren konnte, wie sie es nie zuvor erlebt hatte.
Sie konnte sein damaliges Werk, das Werk des jungen Rilke, noch nicht besonders schätzen. Es war ihr zu überschwänglich. Sie konnte Rilke aber dabei unterstützen, sich selbst zu finden, eine neue Stimme zu finden. Und wir sehen, dass in dieser Zeit Rainer Maria Rilke seine Handschrift veränderte. Er passte sie tatsächlich ihrer an. Lou wiederum gab dem damals noch René Rilke benannten jungen Mann den Namen Rainer. Und von dort an unterzeichnete Rilke auch immer mit dem Namen Rainer und nie mehr René. Wie eine Ersatzmutter durfte Lou ihn also neu benennen und er genoss, dass eine mütterliche Person in ihm den Dichter anerkannte. Etwas, das seiner leiblichen Mutter bis zuletzt nicht gelingen sollte. Und für Lou wiederum trat ihr nun endlich ein Mann entgegen, der ihr auch ein wenig unterlegen war, einfach vom Alter her, und wo sie sich eigentlich, so denkt man es in der heutigen Forschung, erstmals auch körperlich auf einen Mann einlassen konnte. Hier war sie eben nicht nur unterlegen, unerfahren in diesem Bereich, sondern sie konnte in ihrer Mütterlichkeit auch eine gewisse Überlegenheit ausspielen. Ich denke, das hat ihr den Mut gemacht, sich auf Rilke auch körperlich einzulassen, und es wurde eben, manche schreiben eine Amour fou, ich denke, das passt nicht. Auch wenn Suhrkamp so ein Buch publiziert hat, hat mir das nie gefallen. Es wurde eine körperlich-geistige Vereinigung. Sie erlebten 4 wundervolle, herrliche Jahre der Liebe, des Reisens nach Russland. Sie erlebten Zeremonien, Traditionen, sie erlebten die Welt, und Lou half Rilke, seine Stimme zu finden. Aber irgendwann war ihr der völlig überschwänglich verliebte junge Mann dann doch auch wieder zu viel und peinlich. Vielleicht hat es sie im Gefühl dann doch auch wieder an Nietzsche erinnert, und eigentlich schätzte Lou Lebensgemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften, aber völlige Überschwänglichkeiten waren ihr zu viel. Sie schreibt dann auch Rilke, Rainer, wie sie sagte, muss weg, er muss weg. Also es war ihr einfach zu viel. Und dieser Abbruch nach 4 Jahren, wo Lou also sagt, Rilke, lieber Rainer, du musst aus meinem Leben fort, das bedeutete für Rainer Maria Rilke eine schwere, schwere Zäsur. Aus dieser Zeit stammt auch das Gedicht, das wir bis heute kennen und das ich schon oft zitiert habe, das ich aber gerne noch einmal hier für euch vorlesen möchte. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen, und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Das schreibt Rainer Maria Rilke, und diese Intensität der Empfindung soll ihn prägen sein ganzes Leben lang. Es kam dann zu einer Stille. 2 Jahre etwa hörten beide nichts voneinander. Dann wandte sich Rilke wieder an Lou. Sie hatte auch eine Tür offen gelassen. In einem Brief schrieb sie, wenn es dir einmal sehr dunkel ist, wenn du mich brauchst, dann darfst du dich wieder an mich wenden. Und das hat Rilke dann auch wahrgenommen. Er schrieb ihr dann von seiner unglücklichen Ehe zu Clara Westhoff, die, wenn wir uns ihr Foto anschauen, im Grunde, man muss es ehrlich sagen, nur Rilkes Versuch war, eine weitere Lou zu finden, die er aber in Clara nie fand. Auch das gemeinsame Kind mit seiner Ehefrau Ruth konnte er nicht mit aufziehen. Es war ihm einfach zu viel, zu nah. Und ich glaube auch, der Rollenwechsel hinein zum Vater, zum Mann, zum Versorgenden der Familie, das war einfach nicht Rilkes. Er wollte aufgehen in einer Mütterlichkeit, in einer Wärme, die ihn verstand, die an ihn glaubte. Und das blieb Lou weiterhin und bis zuletzt. Wir sehen über viele, viele Jahre hin dann einen intensiven Briefwechsel, und Rilke schreibt immer wieder über Lou und reflektiert die gemeinsame Beziehung, wenn er zum Beispiel schreibt: Warst mir die mütterlichste der Frauen, ein Freund warst du, wie Männer sind, ein Weib, so warst du anzuschauen, und öfter noch warst du ein Kind. Du warst das Zarteste, das mir begegnet, das Härteste warst du, damit ich rang. Du warst das Hohe, das mich gesegnet, und wurdest der Abgrund, der mich verschlang.
Rilke sagte, Lou hätte irgendeine wildeste Kindheit über seinem Herzen gehabt und sicherlich hatte auch für Lou die Liebe genau diese Qualität, noch einmal wild und frei zu sein, ohne Angst. Gemeinsam mit Rilke war ihr das möglich. Und bis ganz zum Schluss bleibt diese Intensität des Anfangs bestehen, wenn beispielsweise der nun stark und vollendete Rainer Maria Rilke seine Duineser Elegien abschließt und dann an Lou schreibt, Lou, liebe Lou, also in diesem Augenblick, diesem Samstag, den 11. Februar um 6, lege ich die Feder fort, hinter der letzten vollendeten Elegie, der 10. Jener, auch damals schon war sie bestimmt, die letzte zu werden, zu dem schon in Duino geschriebenen Anfang, dass ich dereinst am Ausgang der grimmigen Einsicht Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln. So viel davon da war, las ich dir. Aber es sind nur eben die ersten 12 Zeilen geblieben damals. Alles Übrige ist neu und, ja, sehr, sehr, sehr herrlich. So schreibt Rainer Maria ganz begeistert an Lou und wir sehen, im Augenblick seiner größten Vollendung, im Abschluss der Gedichte, für die er fühlt, gelebt zu haben, denkt er an eine, nur an eine, an Lou, seine Lou, liebe Lou, wie er schreibt. Eine Liebe also, die mütterlich war, die darauf beruhte, dass jemand ihn sehen konnte, sein Potenzial wahrnehmen, daran glauben konnte. Eine Liebe, in der er Kindheit geben konnte, einer wundervollen, intelligenten Frau, die später auch mit Freud zusammenarbeiten würde. Eine wunderbare Vereinigung von Körper und Geist, eine unsterbliche Liebe. Wer mehr darüber lesen möchte, dem sei Lous Rilke-Buch ganz herzlich empfohlen. Ich werde es unter diesem Beitrag verlinken. Jetzt wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit und freue mich dann sehr auf den nächsten Rilke-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.